Freunde, ich bin einfach mal so frech und sage, Donald Trump ist der neue US-amerikanische Präsident. Die Meinungsumfragen, die Mainstream-Umfragen, die sind zwar so 50-50, im Hintergrund aber, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, ist schon seit Monaten die Rede davon, dass es Trump holen wird. Heute ist der 1. November, Freitag der 1. November, also noch vor den Wahlen. Ich sage aber, Trump ist der neue US-Präsident. Wir werden sehen, ob sich's bewahrheitet oder nicht. Wenn nicht, stehe ich halt da wie ein Trottel. Wäre nicht das erste Mal, von dem her passt das schon. Die Linken lieben ihn, die Rechten hassen... Nee, umgekehrt. Die Linken hassen ihn, die Rechten lieben ihn und es gibt noch eine neutrale Gruppe von Beobachtern, die einfach herausfinden will, ob er wirklich einer von den Guten ist oder ob er doch geplante Opposition ist, ob er auch eine Marionette ist, ob er bei diesem Spiel einfach nur mitspielt. Egal wie man das sieht, wir können alle nicht abstreiten, dass er sehr einflussreich ist, vor allem politisch. Auch bevor er Präsident wurde, war er schon ein starker Kritiker von der Obama-Administration, wurde selber Präsident und ist es höchstwahrscheinlich jetzt auch für die nächsten 4 Jahre, wird also das politische Weltgeschehen mit beeinflussen und passend eben auch zu dem US-Wahlkampf schauen wir uns heute einige seiner Aussagen an, die er als Präsident gesagt hat, das heißt in seiner Kadenz Ende 2016 bis Ende 2020. Without further ado, hier sind Zitate über Trump, die er als Präsident gesagt hat. Das erste Zitat ist überhaupt nicht überraschend. Trump ist ein Kapitalist. Er liebt das kapitalistische System. We are born free and we will stay free. Tonight we renew our resolve that America will never be a socialist country. Wir sind frei geboren und werden frei bleiben. Heute Abend erneuern wir unsere Entschlossenheit, dass Amerika niemals ein sozialistisches Land sein wird. Spannend natürlich, weil er sagt, we are born free and we will stay free. Und sagt, Amerika wird nie sozialistisch sein. Das heißt, er sagt, Sozialismus, Kommunismus hat nichts mit Freiheit zu tun. Macht natürlich auch Sinn, er ist ein Kapitalist, er ist ein Milliardär. Er hätte in einem kommunistischen System höchstwahrscheinlich nicht die Möglichkeiten gehabt, so reich zu werden. Deswegen verteufelt er natürlich auch den Kommunismus, den Sozialismus. Ich bin jetzt kein Kapitalist. Ich habe mich mit dieser ganzen Thematik noch nicht so intensiv auseinandergesetzt. Auch ich muss noch meine Recherche machen. Aber was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, was auch sehr, sehr traurig ist, wenn man auch zum Beispiel nach Österreich blickt, wie viele junge Leute sich einfach blind für den Kommunismus aussprechen und denken, das ist die beste Systemform. Man kann den Kapitalismus hassen, verstehe ich, kann ich nachvollziehen, aber dass man dann als Lösung eine Ideologie hernimmt, die nachweisbar, geschichtlich, historisch überhaupt keinen Erfolg hatte und ganz im Gegenteil eher viel mehr Schaden angerichtet hat. Man spricht von 100 plus Millionen Todesopfern. Denn die Kommunisten sagen, es waren nur 20, 30 Millionen. Aber sehr viele Todesopfer, sehr viel Armut. Wenn ich die Geschichten von meinen Eltern, von meinen Tanten, Onkeln höre, die im Leitkommunismus in Polen aufgewachsen sind, das ist haaresträubend. Das war trist, das war dunkel, das war wie ein Gefängnis. Man durfte gefühlt nicht lachen. Jede Kleinigkeit, die jetzt normal war und auch damals zum Beispiel in westlichen Ländern ganz normal war, musste man irgendwie unterm Tisch besorgen. Ob das einfach eine coole Jacke war oder ob das ein Kassettenrekorder oder ein Radio war, das gab's alles nicht. Und jetzt hört man Leute, junge Leute, die nie unter so einem System gelebt haben, die sich einfach blind für den Kommunismus aussprechen. Da denke ich mir, Herz, wer hat euch ins Hirn geschissen eigentlich? Ja, ein bisschen mit Augenzwinkern nehmen, ich muss mich selber noch einlesen, rein ökonomisch, wirtschaftlich, bla bla. Aber instinktiv fühlt es sich einfach nicht richtig an. Und ich kann das in dem Fall von Trump laut dem Wissensstand, den ich jetzt habe und der Überzeugung unterschreiben. Ich würde auch nicht wollen, dass Österreich, Polen, Frankreich, Deutschland plötzlich wieder ein kommunistisches Land ist. Es gibt dafür meiner Meinung nach einfach keine guten historischen Beweise, dass das funktioniert. Das nächste Zitat ist ein 100% patriotisches Zitat und auch ein sehr, sehr kraftvolles meiner Meinung nach. There is no global anthem, no global currency, no certificate of global citizenship. We pledge allegiance to one flag and that flag is the American flag. Es gibt keine Welthymne, keine Weltwährung, kein Zertifikat der Weltbürgerschaft. Wir geloben einer Flagge die Treue und diese Flagge ist die amerikanische Flagge. Ein absolut patriotisches Statement. Die Gründungsmitglieder von Amerika waren auch alle extreme Patrioten. Man findet das auch in der Konstitution immer wieder verankert. Und es prägt einfach Amerika, USA, dieser Patriotismus. Trump ist ein absoluter Patriot. Er hat seine ganze Kampagne auch darauf aufgebaut, Amerika wieder großartig zu machen. Make America Great Again. Ich glaube, jeder kennt diese rote Kappe mit der Aufschrift. Er war der Ansicht, dass Amerika runtergewirtschaftet wurde, dass es kaputt gemacht wurde. Und er wollte das verändern als jemand, der Amerika liebt und das quasi nicht mit ansehen kann. Deswegen make America great again. Die nächsten Aussagen von Trump sind absolute Trump-Manier. Extrem selbstbewusst, arrogant, cocky, wie auch immer man das nennen möchte. I would give myself an A+. Ich würde mir selbst eine 1+ geben. Ja, diese Aussage kommt mehrmals vor. Ich habe die jetzt aus 2018 gefunden, wie er über seine bisherige Leistung als Präsident gefragt wird. Da sagt er, I would give myself an A+, also die höchste Note.
Er wird sich eine 1 plus geben. Später finden wir auch das Zitat, wo er gefragt wird, wie er seiner Meinung nach die Anfänge der Corona-Pandemie gemeistert hat. Dann sagt er auch, I would give myself an A plus. Also Selbstvertrauen, Arroganz, Cocky, wie auch immer man das nennen möchte. Er ist von sich überzeugt und sein Erfolg beruht in einem sehr, sehr großen Ausmaß eben darauf, dass er Selbstvertrauen hat, dass er an sich geglaubt hat, dass er von sich sehr viel gehalten hat. Von Trump gibt es viele Aussagen à la, niemand weiß mehr über das und das als ich. Da gibt es eine ganze Liste, ist einfach nur zum Kaputtlachen. Er sagt zum Beispiel, nobody knows more about construction than I do. Keiner weiß mehr über Bauwesen als ich. Nobody knows more about technology than me. Niemand weiß mehr über Technologie als ich. I know more about drones than anybody. Ich weiß mehr über Drohnen als jeder andere. Also, Trump weiß von allen Bereichen, weiß er einfach alles. Und es gibt niemanden, der mehr weiß als er. Ich finde das lustig, also absurd die Vorstellung, dass er das immer wieder sagt. Über Themen wie zum Beispiel Bauwesen. Okay, er war in Real Estate, er war in der Immobilienbranche tätig, aber heißt das automatisch, dass man sich über das Bauwesen auskennt? Auf jeden Fall sehr, sehr lustig und ich glaube, das ist so eine Art, die viele einfach nicht mögen. Das ist die Art, wo viele sagen, nein, mit dem kann ich nichts anfangen. Der ist einfach viel zu überzeugt von sich, der ist viel zu sehr in dem Glauben, dass er alles weiß, dass er der Beste ist und das gefällt, glaube ich, vielen Leuten nicht. Ich kann das tatsächlich auch nachvollziehen. So, jetzt kommen wir zu den letzten zwei Zitaten, die sehr viel Spielraum geben bei der Frage, ob Trump jetzt wirklich einer von den Guten ist oder ob er es eben nicht ist. Das erste handelt um die Beziehung von ihm, von Amerika zu Gott. For us here in Washington, we must never ever stop asking God for the wisdom to serve the public according to his will. Wir hier in Washington dürfen niemals aufhören, Gott um die Weisheit zu bitten, der Öffentlichkeit nach seinem Willen zu dienen. Wir haben so zwei Narrative, einmal so die linke Seite, die eher weniger an Gott glaubt, das sind die Atheisten, das sind die Kommunisten und dann hat man auf der rechten Seite eben die Konservativen, die an Gott glauben. Trump positioniert sich hier eindeutig mit dieser Aussage als jemand, der gläubig ist und sagt, wir müssen Gott nach seiner Weisheit fragen, wenn es darum geht, der Gesellschaft richtig zu dienen. Also eine sehr, sehr gläubige Aussage, die sehr, sehr viele Christen, Katholiken eben auch auf die Seite von Trump zieht. Und dazu gibt es jetzt ein großes Fragezeichen, weil es gibt ein Interview mit einem Pfarrer. Und der Pfarrer fragt Trump, ob Trump denn schon jemals in seinem Leben nach Vergebung bei Gott gebeten hat. Der Pfarrer weiß ganz genau, was er damit bewirken will, weil als Christ musst du sagen, ja, habe ich. Ich habe schon mehrmals nach Vergebung bei Gott gebeten. Mehrmals. Das musst du als Christ sagen. Und der Pfarrer stellt eben Trump die Frage. Trump weicht dieser Frage aus und erzählt, ja, sein Pfarrer in der Kirche hat ihm das erzählt, das erzählt, das erzählt. Der Pfarrer, der ihm die Frage stellt, merkt das, geht zurück auf die Frage und sagt, Moment mal, beantworte bitte die Frage. Und Trump beantwortet die Frage dann und sagt, ich denke nicht, dass ich jemals Gott um Vergebung gebeten habe. Das ist eine unchristliche Aussage. Das kannst du als Christ nicht von dir geben. Und da hat man jetzt eben dieses große Fragezeichen. Ist er jetzt einer von den Guten? Glaubt er jetzt wirklich an Gott? Er hält ja oft die Bibel und beruft sich ja auch auf Christus und so weiter. Glaubt er jetzt wirklich daran, obwohl er etwas sagt, was er als Christ eigentlich gar nicht sagen könnte? Also ein sehr, sehr, ich will nicht sagen dubioser, vielleicht kann man auch sagen dubioser, aber ein sehr, sehr schwer lesbarer Mensch. Ja, bei Trump weiß man nicht zu 100%, wo steht man eigentlich, obwohl er eigentlich sehr direkt ist. Das letzte Zitat kommt aus seiner Rede aus dem Kapitol in Washington DC, als er eben als Präsident angelobt wird. Sie war am 20. Jänner 2017. January 20th, 2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. Der 20. Jänner 2017 wird als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem das Volk erneut der Herrscher dieser Nation wurde. Die vergessenen Männer und Frauen unseres Landes werden nicht länger vergessen sein. Trump positioniert sich mit diesem Zitat eindeutig als derjenige, der dem Volk wieder die Macht zurückgibt. Ab heute, so sagt Trump, ab dem Tag, wo ich Präsident bin, habt ihr wieder die volle Macht über das, was in diesem Land passiert. Deswegen habt ihr mich gewählt, das habe ich euch versprochen, das werde ich euch geben. Es gibt vermeintlich Beweise dafür, dass Trump tatsächlich Antisystem ist, wenn man schaut, wie viel er angegriffen wurde, vor allem auch, wie stark versucht wurde, seine Wiederkandidatur zu verhindern. Nicht nur medial, natürlich Mainstream-Medien hetzen ja sowieso gegen alles und jeden, der nicht der Mainstream-Meinung entspricht, aber auch gerichtlich. Impeachment-Verfahren, dann musste er, glaube ich, mal 100 oder 200 Millionen Kaution bezahlen, hat das dann ja auch irgendwie geschafft. Also er wurde wirklich sehr stark angegriffen. Sie wollten verhindern, dass er wieder kandidiert. Er hat es geschafft. Ja, das bestätigt schon ein bisschen das Narrativ, dass er wirklich Antisystem ist. Und das ist wiederum, was ich gemeint habe. Man weiß nicht zu 100%. Eine Aussage ist ein bisschen antichristlich, er stellt sich aber als Christ dar. Das lässt die Christen wieder so ein bisschen nachdenken, ist er es wirklich, ist er es nicht. Und dann gibt es eine andere Aussage, die aber klar und eindeutig bestätigt, okay, er ist für das Volk
Und die Handlung des Mainstreams, die Handlung der Gegner von Trump bestätigt auch, dass er tatsächlich gegen das System ist, weil die wollen ihn mit aller Härte niedermachen und fertig machen. Und ja, man weiß es halt einfach nicht. Man weiß es einfach nicht. Deswegen finde ich persönlich, ist es auch wichtig, einfach mal zu beobachten, schauen, was sagt er denn? Nicht nur er, sondern jeder Politiker, weil die meisten Politiker versprechen vor der Wahl etwas, was sie nie einhalten können. Und wenn sie es nicht einhalten, schieben sie es auf andere Politiker. Es ist ein echt ein brutales, gerindiges Spiel. Deswegen einfach mal zuhören, schauen, wer was sagt und ob er es tatsächlich auch umsetzt, ob er sein Wort hält. Und danach erst positionieren oder auch gar nicht positionieren. Ich glaube, es ist nicht so sinnvoll, die Hand ins Feuer zu legen für einen Politiker, der hauptberuflich dafür zuständig ist, Stimmen zu bekommen und da auch den einen oder anderen Schmäh parat hat. Ne? Jetzt das ein oder andere Versprechen parat hat, was er vielleicht doch nicht einlösen wird. Also man muss da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Keine Hand ins Feuer legen für irgendwelche Politiker oder für irgendeine Partei. Einfach mal objektiv beobachten, was sagen sie, was machen sie. Und dann kann man sehen, ob jemand ehrlich ist oder nicht. Das war's mit dem Video, Freunde. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal, um in Zukunft keine Videos zu verpassen. In diesem Sinne, bleibt stabil, Leute. Und wir sehen uns wie immer in Wälder. Haut rein.